Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute sprechen wir über Brüche, Addieren und Subtrahieren. Und zwar fangen wir wie immer einfach direkt mit einem Beispiel an. So, und dann nehmen wir mal 1 durch 4 oder ein Viertel, sagt man dazu ja auch. Ein Viertel plus ein Viertel ist gleich. So, jetzt wollen wir mal überlegen, wie rechnet man das eigentlich? Also was man sich vielleicht am besten vorstellen kann, wir nehmen einfach mal einen Kuchen. Kuchen isst hoffentlich jeder gerne und teilen den Kuchen in 4 Stücke, 4 Viertel sozusagen ein. Und wenn wir jetzt ein Stück essen, das ist hier, das markiere ich mal mit rot. Das ist ein Viertel von dem Kuchen. Und dann haben wir hier noch ein blaues Stück, noch ein Viertel von dem Kuchen. Das ist dieses hier. Dann haben wir insgesamt, vielleicht siehst du das schon, ja, haben wir 2 Viertel. Also wenn wir es jetzt über den Kuchen ablesen wollten, haben wir 2 Viertel. So, schreibe ich hier mal hin. Ist auch eigentlich ganz logisch, ne? Also, dass wir einfach ein Viertel und ein Viertel zusammengezählt sind, 2 Viertel. Übrigens kann man diesen Bruch 2 Viertel jetzt auch noch kürzen. Ich hoffe, dass daran erinnerst du dich noch von der Lektion über gleichwertige Brüche. 2 Viertel ist eigentlich auch nichts anderes als 1/2. Und wenn du dir dazu nochmal den Kuchen anschaust, siehst du ja, es ist tatsächlich genau der halbe Kuchen, den wir hier zusammen gegessen haben mit Rot und Blau. Wichtig, was du hier jetzt vielleicht gesehen hast, hier unten im Nenner, die Zahl ist gleich geblieben. Also 4 und 4, ne, das wurde jemals 4. Und 4 ist gleich geblieben, also Nenner ist gleich geblieben. Und hier oben haben wir anscheinend addiert. Also 1 plus 1 wurde 2. Und das war dann nur das Kürzen. Ist aber vom Wert her der gleiche Bruch. Das können wir uns auf jeden Fall schon mal merken, dass wenn wir Brüche addieren und subtrahieren, zumindest immer dann, wenn der Nenner gleich ist, also die Zahl unten, wenn der Nenner gleich ist, addieren oder subtrahieren wir nur oben den Zähler. So heißt die Zahl oben Zähler. Das können wir vielleicht noch mal kurz hinschreiben auf die Seite. Also das ist immer der Zähler und das ist immer die Zahl unten ist immer der Nenner. Eine kleine Eselsbrücke, mit der man sich vielleicht ganz gut merken kann. Z im Zähler kann man auch für Zeppelin sich merken. Zeppelin fliegt immer hoch in der Luft und der Bruchstrich ist so ein bisschen der Horizont oder vielleicht, wenn man am Meer oder am Wasser wohnt, auch die Wasseroberfläche. Und unterm Wasser ist N wie Nenner, da ist der Nautilus oder das Nautilus, je nachdem, an was man denkt. Nautilus ist sowohl ein Tier, das ist, glaube ich, so eine Art Kopffüßer, sieht aus wie eine Schnecke unter Wasser. Oder das ist auch das bekannte U-Boot aus dem Roman von Jules Verne. Also in der Luft fliegt der Zeppelin-Zähler, ist oben und unter Wasser schwimmt der Nautilus und N, Nenner, ist unten. Gut, dann machen wir einfach mal ein paar Beispiele weiter. Und zwar rechnen wir jetzt 2/5 plus 1/5. So, zuerst mal sehen wir, aha, der Nenner ist der gleiche, also Fünftel. Das heißt eigentlich auch nichts anderes, dass wir hier es mit 5 Stücken zu tun haben, so Fünftel, ja. Fünftel, so. Und wie viel Fünftel haben wir da? Ja, hier haben wir 2 Fünftel und hier haben wir 1/5 und die werden einfach addiert. Also 2 plus 1, Fünftel. Und die 2 plus 1 ist 3, können wir auch noch errechnen. Und dann ist unser Ergebnis 3 Fünftel. Eigentlich ganz einfach. Machen wir aber gleich an ein paar Beispielen weiter, dass du da ein bisschen Übung drin kriegst. So, rechnen wir jetzt mal 3 Siebtel minus 2 Siebtel.
So, also auch hier wieder, der Nenner ist gleich, stimmt schon mal, den kann ich schon mal hinschreiben. Und der Zähler, da steht jetzt 3 minus 2. Ja, und 3 minus 2 ist 1 und dann haben wir hier als Ergebnis ein Siebtel. Das kann man sich auch nochmal, wenn man über Kuchenstücke nachdenkt, vorstellen. Nehmen wir mal an, wir haben vorher 3 Siebtel von einem Kuchen. Also der Kuchen hat 7 Stücke und 3 Stücke davon hatten wir am Anfang. Davon ziehen wir 2 Siebtel, also 2 Stücke ab. Und da bleibt natürlich nur noch eins übrig. So kann man sich das vielleicht auch ganz gut vorstellen. So, jetzt gehen wir mal noch in die nächste Runde. Was ist denn, wenn der Nenner hier unten nicht gleich ist? Was muss ich denn dann tun und wie funktioniert das? Dann lass uns jetzt mal ein paar Übungen rechnen. Und zwar fangen wir an mit einem Viertel plus ein Halb. So, jetzt zuerst mal Stopp, weil wir können jetzt nicht direkt loslegen. Zuerst muss der Nenner der gleiche sein. Und vielleicht hast du das ja auch schon von der Lektion gleichwertige Brüche noch im Kopf. Du kannst also tatsächlich Brüche ändern und der Wert ändert sich dadurch nicht. Und wir müssen jetzt irgendwie schaffen, hier das 1/2 auf Viertel zu bekommen. Wie machen wir das? Lass uns nochmal einen Kuchen anschauen. So, wir haben wieder einen Kuchen mit 4 Stücken. Das 1/4 ist das hier. So, das ist unser 1/4. Und dann haben wir hier noch einen halben, also einen halben Kuchen. Das ist dieser Bereich hier. So. Und wenn du dir jetzt mal überlegst, ein halber Kuchen ist ja eigentlich auch genau das gleiche wie, ich zeichne das mal ein, wie 1/4, oh, nehme ich mal eine andere Farbe, so wie 1/4, das ist hier, und noch 1/4. Also sind es eigentlich ja 2/4. Das heißt, das ist sowohl ein halb, es sind aber auch 2/4. Das ist einfach nur eine andere Schreibweise, ist aber die gleiche Menge Kuchen. Das heißt, du kannst hier tatsächlich auch 2/4 für schreiben. Du hast jetzt im Endeffekt den Bruch 1/2 auf 2/4 erweitert. So, also was wir auch hätten machen können, ist rein jetzt mal rechnerisch, ich rechne das nochmal hier unten, also 1/2. Wenn du einen Bruch erweitern willst, heißt das, also wenn du tatsächlich im Zähler was hinzufügen willst, damit du es dann später addieren und subtrahieren kannst, da brauchen wir wie gesagt den gleichen Nenner für, dann musst du dann oder dann kannst du sowohl den Zähler als auch den Nenner immer mit der genau gleichen Zahl multiplizieren. Und wir wollen hier auf 4 kommen, das heißt, wir müssen unten mal 2 nehmen und dann müssen wir oben auch mal 2 nehmen. So, und wenn wir jetzt ausrechnen, 1 mal 2 ist 2. Und 2 mal 2 ist 4, kommt hier unsere 2/4 raus, die wir vorher am Kuchen ja auch schon rausbekommen haben. Also 1/2 ist auch 2/4. Genau das gleiche, nur eine andere Schreibweise. Jetzt können wir es nochmal neu hinschreiben hier oben. Also 1/4 plus 1/2 ist genau das gleiche wie 1/4 plus von hier unten 2/4. So, und jetzt können wir sie wieder zusammenrechnen. Jetzt haben wir nämlich den gleichen Nenner, also Viertel, und 1 plus 2 ist 3. So, dann passt es wieder. Diese Vorgehensweise nennt man übrigens auf den gleichen Nenner bringen. Also ganz wichtig, bevor du irgendwie Brüche addierst oder subtrahierst, immer erst schauen, ob der Nenner gleich ist und wenn nicht, auf den gleichen Nenner bringen und dann eben im Zähler und Nenner mit der gleichen Zahl multiplizieren. Dann kannst du so lange spielen, bis der gleiche Nenner tatsächlich rauskommt. Und dann machen wir jetzt einfach noch ein paar Beispiele zu. So. Und jetzt rechnen wir 1/2 plus 1/3. So. Jetzt müssen wir mal schauen, was ist denn der gleiche Nenner hier? Also, ich kann weder 2 in 3 umwandeln, noch 3 in 2 umwandeln einfach. Und in dem Fall muss ich jetzt die nächstgrößte gemeinsame Zahl, das heißt kleinstes gemeinsames Vielfache. Und es ist, dafür gibt es übrigens auch noch eine Videolektion, an die erinnerst du dich hoffentlich noch, und das ist in unserem Fall 6. So.
Also wir können ja schon mal hinschreiben. Wir müssen es irgendwie einhalb in so und so viel Sechstel und ein Drittel in so und so viel Sechstel umwandeln. Wie machen wir das? Also stell dir vor, du nimmst dir nochmal einen Kuchen oder Pizza. Also was ich jetzt eigentlich nur ändere, ist die Anzahl der Stücke. Vorher habe ich eine halbe Pizza. Jetzt will ich wissen, wie viel Sechstel von der Pizza ich essen würde. Und das sind eine halbe Pizza. Na, wenn ich die Pizza noch weiter verkleinere in sechs Stücke, dann ja, die Hälfte von der Pizza sind drei Stücke, wenn da sechs Stücke drin sind, oder? Also drei Sechstel. Und bei einem Drittel Pizza genauso, das sind dann zwei Sechstel. Wie gesagt, das hätte ich jetzt auch rechnen können. Ich hätte hier, das schreibe ich vielleicht nochmal unten dazu, ein Halb will ich auf Sechstel kriegen. Das heißt, ich muss zweimal dreimal nehmen und oben mit der gleichen Zahl mal nehmen. Also auch mit der 3, dann habe ich ein Halb. Also 1 mal 3 ist 3 und 2 mal 3 ist 6. Und für die ein Drittel, also das ist hier die Erweiterung quasi. Und für ein Drittel, das machen wir mal. So. Ein Drittel mal wie viel muss ich rechnen, um auf Sechstel zu kommen? Ja, mit 2. Und oben im Zähler muss ich auch mal 2 multiplizieren. Und dann kann ich rechnen, 1 mal 2 ist 2. Und 3 mal 2 ist 6. Und du siehst schon, das Ergebnis stimmt. Also hier 3 Sechstel plus 2 Sechstel. Kannst du dir über Pizza vorstellen oder einfach tatsächlich rechnen. Das geht mit der Übung immer, immer leichter. So, und dann kann ich hier oben tatsächlich addieren. Jetzt habe ich den gleichen Nenner. Und, also Sechstel, jetzt kann ich rechnen, 3 plus 2. Und 3 plus 2 ist 5. Also habe ich als Ergebnis hier 5 Sechstel. Gut, ich hoffe, das leuchtet dir so jetzt erstmal ein. Und wir machen auf jeden Fall noch ein paar mehr Übungen, dass du noch Gelegenheit hast, hier einfach genug Beispiele zu sehen. Die nächste Übung ist ein Halb minus ein Drittel. So, auch hier wieder. Erstmal auf den gleichen Nenner bringen. Jetzt muss ich mir das kleinste gemeinsame Vielfache eben suchen. Das ist auch wieder 6. Also schreibe ich schon mal so hin. Ein Halb in Sechstel ist 3 Sechstel. Das haben wir gerade eben ja auch schon gesehen. Und ein Drittel in Sechstel ist 2 Sechstel. So, und jetzt kann ich wieder in dem Fall subtrahieren. Auch der Nenner ist schon wieder der gleiche, passt also auch. Also und hier oben rechne ich 3 minus 2. Nenner bleibt gleich, ändert sich nichts. Und als Ergebnis kommt natürlich dann 3 minus 2 ist ein Sechstel. Gut. So, jetzt schauen wir mal, wie die nächste ist. Die wird vielleicht ein bisschen trickreicher. Ein Zehntel minus 1. Da denkst du jetzt vielleicht erstmal, Mensch, das ist ja gar kein Bruch, die 1. Was machen wir denn damit? Aber du hast ja vorhin schon gesehen, wir können jede Zahl in einen Bruch umwandeln mit dem Nenner, der uns lieb ist. Und das machen wir jetzt auch hier. Also, was muss ich denn machen, damit diese 1, ja, 1 ist auch das gleiche eigentlich wie ein Eintel, zu einem Zehntel wird, weil wir wollen ja hier auf den gemeinsamen Nenner bekommen. Genau, und 1 mal was ist 10? Ja, einfach mal 10. So, und wenn ich unten mal 10 nehme, wenn ich einen Bruch erweitere, muss ich oben mit der gleichen Zahl multiplizieren, also auch mal 10. So, und 1 mal 10 ist eben auch 10. Und siehst du, aha, 1 ist eigentlich das gleiche wie 10 Zehntel. Ja, macht ja Sinn. 10 durch 10 ist 1. Okay, dann rechnen wir hier oben weiter. Also, ein Zehntel. Jetzt schreiben wir die 1 um in minus 10 Zehntel. So, und jetzt kann ich wieder voneinander abziehen. Jetzt habe ich den gleichen Nenner, nämlich Zehntel. Und 1 minus 10 ist minus 9. Gut. So, und eine Übung haben wir noch. Ah, da hört meine Leinwand schon auf da unten. Okay, dann passt die ja noch genau hin. Und zwar rechnen wir jetzt minus ein
Neuntel minus ein Viertel ist gleich. So, auch hier brauchen wir, ich kann die 9 nicht in die 4 und die 4 nicht in die 9 umwandeln. Das heißt, wir müssen das kleinste gemeinsame Vielfache suchen. Das kleinste gemeinsame Vielfache ist 36, genau. Das siehst du dann auch. Also schau dir ruhig nochmal das Video zu dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen an. So, jetzt rechnen wir erstmal. Was ist denn, sind denn diese beiden Brüche in 36 umgewandelt? Naja, also 9, wie viel mal muss ich 9 multiplizieren, damit ich 36 bekomme? Ja, 4 mal. Und minus 1 mal 4 ist minus 4. So, und wie oft muss ich 4 multiplizieren, damit ich 36 als Ergebnis bekomme? 9 mal. Also 1 mal 9 ist 9. So, jetzt habe ich den gleichen Nenner. Und jetzt kann ich tatsächlich auch subtrahieren. Also minus 4 minus 9 gibt minus 13 36. Gut, ich hoffe, das hat jetzt so alles Sinn gemacht. Ich hoffe, das hast du verstanden. Wie gesagt, ganz wichtig, der Nenner bleibt gleich und im Zähler, also oben, wird die eigentliche Subtraktion oder Addition durchgeführt. Immer zuerst auf den gleichen Nenner bringen. Wenn der nicht gleich ist, zuerst den Bruch entsprechend erweitern und dann sollte das alles ganz gut klappen. Viel Spaß dabei und tschüss!